Und wieder einmal heißt es, steuern Sie Ihr Vehikel mit WASD durch ein Terrain und machen Sie Ihrem Kontrahenten das Leben schwer. Diesmal geht es um die Map Tanks War von Güttelperr. Wir können am Anfang zwischen mehreren Tanktypen entscheiden. Ja, richtig gesehen, ein Archon ist auch von der Partie. Aber warum geht denn das nicht? Naja, drückt mir einfach mal feste drauf. Ah, ja. Nun haben wir endlich die Arena betreten, nachdem ich mehrmals auf den Auswahlknopf gehämmert habe. Also hier fällt auf jeden Fall noch Arbeit an. Nun machen wir uns also auf den Weg, um den Gegner zu finden. Der Kompass und das Radar helfen uns sehr gut dabei, auch wenn man sich erst einmal daran gewöhnen muss, dass sich das Radar nicht mit der Kamera mitdreht. Diese wird übrigens mit der Maus gesteuert. Die Kamera hat übrigens auch keinen Einfluss auf den Tank. Leider hakt die Steuerung auch hier zeitweise so sehr, dass man sich nicht bewegen kann. Sobald wir nun einen Kontrahenten gesichtet haben, können wir ihn mit zwei verschiedenen Geschosstypen beschießen. Wir drücken die Leertaste und an der linken Seite lädt sich ein Balken auf, was die Reichweite des Schusses angibt. Nun, wenn die Geschosse wenigstens dahin fliegen würden, wo der Schießer auch hinzeigt. Mit meinem ersten Geschoss war Zielen quasi unmöglich, da er jedes Mal fröhlich irgendwo anders hinballerte. Das zweite funktionierte aber wunderbar. Sehr, sehr negativ ist auch, dass bei manchen Schüssen die Framerate in den Keller stürzt. Dass in diesem Video manche Stellen nur 4 Frames pro Sekunde hinlegen, liegt in diesem Fall nicht an mir, sondern schlicht und ergreifend an der Map selbst. Inzwischen ist schon eine Version 1.4 zum Download bereitgestellt. Wahrscheinlich ist das eine oder andere Bemängelte bereits gefixt.